Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kleidermädchen. Mein Name ist Jessie für alle, die neu dazu gekommen sind. Und hier auf dem Kanal dreht sich wie immer alles um Outfits, Interieur und Lifestyle. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt genauso viel Lust wie ich auf den Frühling, denn Frühling ist heute das Stichwort. Ich habe 5 farbenfrohe Outfits für euch zusammengestellt, weil ich denke, die letzten Monate in Grau, Beige und Schwarz sollten jetzt langsam mal Geschichte sein und es wird Zeit für frischen Wind im Kleiderschrank. Apropos frischer Wind, ich habe mir da auch noch zur Aufgabe gesetzt, nicht nur neue Teile euch vorzustellen, sondern sie auch immer mit alten Teilen aus meinem Kleiderschrank zu kombinieren. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Das erste Outfit, das ich euch heute vorstellen möchte, hat nicht nur Farbe, sondern auch einen aktuellen Trend und zwar Transparenz. Ihr seht es schon, diese Bluse hat ein Lochstickmuster und greift halt diesen transparenten Trend auf, den ich übrigens sehr, sehr schön finde und mich schon freue, über den Sommer hin viele, viele Teile in diesem Trend auszuführen. Zu der auffälligen Bluse habe ich eine schlichte beige Hose kombiniert. Ich mag das Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien sehr gerne und ich finde, diese auffällige Bluse als Statement reicht schon vollkommen aus. Der Look ist übrigens sehr schick und elegant, perfekt für den Alltag und in jeder Situation ein Muss, finde ich, und kann auch noch mit einem farbenfrohen Pullover getoppt werden. Ich habe mich für einen knalligen Pullover in einem Zitronengelb entschieden. Ich mag die beiden Farben in Kombination sehr, sehr gerne zusammen. Sie gehören beide in das kühle Farbspektrum und ergänzen sich super gut und machen für mich den perfekten Look für den Frühling aus. Ich freue mich, diese farbenfrohe Kombination auszutragen und dazu habe ich dann noch schlichte Slipper auch in einem Beige-Ton und eine schlichte Tasche auch im Beige kombiniert. Ich finde, die zwei Farben in einem Outfit machen schon den Knaller perfekt und da kann bei den Accessoires auch einfach mal auf Farbe verzichtet werden. Das Outfit ist komplett in Grünnuancen gehalten. Dabei habe ich auf unterschiedliche Grüntöne gesetzt und zwar von Waldgrün bis zu einem knalligen Grün ist alles dabei. Der Fokus bei diesem Look ist natürlich auch wieder schlicht und elegant, aber auch eine sportliche Note mit einzubauen. Ich habe mein altes gestreiftes T-Shirt aus meinem Schrank zu einer sehr schlichten waldgrünfarbenen Hose kombiniert. Abgerundet wird der Look mit dem sportlichen Note und zwar auch alten Sneakers von Reebok. Und dazu habe ich noch einen knallgrünen Pullover kombiniert, der den Look einfach perfekt macht. Auch die Tasche ist diesmal in einem Grün gehalten und zwar auch in einem dunklen Khaki-Grün würde ich es einordnen und rundet den Look auch nochmal in dem Spektrum der Grünnuancen ab. Das dritte Outfit ist in Fliedertönen und in Weiß gehalten und hat auch eine Beige-Nuance. Und Flieder ist für mich so der Repräsentant vom Frühling, also so ein zarter Hauch von Farbe, so ein Frühlingserwachen. Ich mag es mega gerne und das darf bei mir definitiv nicht im Kleiderschrank fehlen. Ich habe mich in diesem Outfit für einen fliederfarbenen Hosenanzug entschieden, der auch komplett in derselben Nuance ist. Und dazu habe ich eine leichte Bluse mit auch einem Hauch von Transparenz, wo wir wieder bei unserem Trend wären, dazu kombiniert. Das ist natürlich wieder ein altes Teil aus meinem Kleiderschrank. Die eine oder andere kennt die Bluse vielleicht schon, wenn ihr Follower von meinem Blog Kleidermädchen seid. Dort wurde sie euch bereits schon öfters vorgestellt. Ich liebe sie nach wie vor und sie ist schon ein sehr, sehr altes Relikt aus meinem Kleiderschrank und auch sehr viele Jahre schon ein treuer Begleiter. Um das Outfit etwas zu downgraden und nicht ganz so elegant aussehen zu lassen, habe ich mich an meinen Füßen für ein paar Sneakers entschieden. Diese sind wieder aus meinem Kleiderschrank, ebenso wie die beige Tasche, die ihr ja auch bereits im ersten Outfit gesehen habt. Ich finde, im Großen und Ganzen ist das ein sehr cooler und lässiger Look, der auch im Business-Alltag so bestehen kann und natürlich auch in Freizeit und allen anderen Alltagssituationen. Das vierte Outfit tanzt heute etwas aus der Reihe und zwar habe ich die Hosen einfach gegen einen Rock eingetauscht, weil ich finde Röcke und Kleider, was passt besser in den Frühling und in den Sommer? Ich als Kleidermädchen erzähle euch da ja bestimmt nichts Neues und genau deshalb heute
ein Outfit auch noch mit Rock dabei. Der Rock ist wirklich ein absoluter Knaller und Hingucker. Da gehört, glaube ich, auch ein bisschen Mut dazu, aber ich finde, das ist trotzdem noch ein sehr elegantes und zeitloses Modell. Und ich habe auch in diesem Outfit einen weiteren Trend in diesem Frühjahr und Sommer aufgegriffen, und zwar Looks, die komplett in Schwarz gehalten sind. Ich habe zwar einen kleinen Farbklecks damit reingemogelt, aber den gucken wir uns einfach jetzt mal weg. Nichtsdestotrotz ist der Look von oben bis unten sehr elegant gehalten. Ein weiterer Trend sind auch Ballerinas. Die dürfen in diesem Jahr an euren Füßen definitiv nicht fehlen. Und ich habe mir ein ganz besonderes Paar ausgesucht, die ich jetzt auch in meinem Schuhschrank willkommen heiße. Kombiniert habe ich sie, wie gesagt, mit einem klassischen Rock in einer knalligen Farbe, der eine Midi-Länge hat, und dazu mein schwarzer Body, der auch schon über mehrere Saisons in meinem Kleiderschrank wohnt und den ich auch im Winter und natürlich im Frühling und Sommer sehr gerne ausführe. Dazu habe ich noch einen Oversize-Blazer kombiniert, der den Look wirklich elegant noch abrundet, sowie eine schwarze Handtasche, die auch in diesem Winter einer meiner stetigen Begleiter war. Und last but not least, das fünfte Outfit, das hat auch wieder jede Menge Farbe zu bieten, beziehungsweise unterschiedliche Blautöne. Irgendwie hat es mir Blau in diesem Frühling angetan und ich möchte euch natürlich auch diesen Look nicht vorenthalten. Ich habe mich für ein gestreiftes Hemd entschieden, in einer Beige- und Blau-Nuance kombiniert. Streifen ist ja wirklich auch ein Trend, der seit Jahren Bestand hat und der auch ein Outfit sehr interessant wirken lassen kann, ohne dass es viel Schnickschnack bedarf. Dazu habe ich wieder meine beige Hose, die ich auch schon im ersten Outfit getragen habe, kombiniert, und dazu noch einen hellblauen Pullover, und abgerundet wird der Look mit ein paar Sneakern, um ihn wieder etwas zu downgraden und ihn alltagstauglich und auch ein bisschen sportlich zu machen. Dazu habe ich noch einen beigefarbenen Rucksack kombiniert, der etwas mehr Stauraum bietet. Das kann ja manchmal auch nicht so verkehrt sein. Und fertig ist der Look für einen Citybummel oder auch ein gemütliches Get-Together mit Freunden. Und das waren meine 5 Outfits für den Frühling. Ihr könnt mir gerne verraten, welche der Looks euch am besten gefallen hat und auf welche Farbe ihr in diesem Frühling setzt. Alle Outfits sind wie immer in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, falls euch die ein oder andere Farbe noch im Kleiderschrank fehlt. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, und bis dahin fühlt euch gedrückt.